Es gibt drei Eigenschaften, die jeder Nice Guy oder selbsternannte nette Kerl hat. Und diese Eigenschaften halten ihn massiv zurück. Besonders wenn er gerne eine Frau kennenlernen und zu seiner Freundin machen möchte. Die erste Eigenschaft ist Perfektionismus. Nice Guys denken, sie müssten alles richtig machen. Wenn sie mit jemandem sprechen, dann müssen sie alle Ungereimtheiten klarstellen, Fakten sicherstellen. Und allgemein sind sie der Typ Mensch, der etwas lieber nicht probiert, aus Angst, dass er sich blamieren könnte, weil es nicht 100% richtig ist. Lieber überdenken sie alles. Nochmal und nochmal. Und ich gehöre auch dazu. Darum weiß ich's. Nochmal und nochmal. Aber dieser Mann musst du nicht bleiben. Und in diesem Video zeige ich dir ganz genau, was du tun kannst, um deine Persönlichkeit attraktiver zu verändern. Denn schließlich wissen wir alle, was passiert, wenn du zu lange nachdenkst. Dann schnappt dir jemand anderes die Frau vor der Nase weg. Auch das ist mir schon passiert. Dir auch, oder? Und Perfektionismus ist eine Eigenschaft, die tatsächlich angelernt ist. Wir müssen nichts perfekt machen. Etwas perfekt machen zu wollen, ist lediglich unsere Stimme der Unsicherheit in uns, die sagt, blamier dich nicht. Das muss gut werden. Aber Nice Guys sind nicht von Natur aus Perfektionisten. Sie sind es geworden, weil ihre Angst ihnen so oft in die Quere gekommen ist, dass sie sich antrainiert haben, etwas nur dann zu versuchen, wenn sie absolute Gewissheit haben, dass nichts schief gehen kann. Und das hält sie zurück, auf die Frau zuzugehen, die sie mögen, mit der sie flirten möchten, mit der sie eine Beziehung beginnen wollen. Sie blockieren und gehen nicht den ersten Schritt, erst recht nicht den nächsten Schritt. Dabei ist es nicht so schwer, wie du denkst. Ja, es erfordert Überwindung. Aber mit jedem Mal, dass du deine Angst überwindest, spürst du, ich lebe immer noch. Und ich fühle mich verdammt stolz auf mich selber. Und hier, in diesem Video habe ich das Ganze einfach mal vorgemacht, damit du siehst, wie selbst jemand, der selbst auch diese Angst hat, diese Angst überwinden konnte. Denn ich will, dass du weißt, dass die Angst davor, etwas falsch zu machen, nicht das Ende der Welt ist. Wenn du möchtest, kann diese Angst dein Katalysator sein dafür, dass du etwas Wunderschönes mit einer Frau erschaffst, was es sonst nicht gegeben hätte. Die zweite Eigenschaft ist Fürsorge. Aber das ist ein schwieriger Begriff. Warum? Wir wissen mittlerweile und sehen bei unseren Teilnehmern in der Flirt Masterclass, wie sie in den ersten Wochen ihre alten Muster Stück für Stück abbauen können. Denn Fürsorge ist etwas, von dem wir meinen, dass wir es schon längst tun, aber wenn wir das Ganze mit Angst kombinieren, dann sind wir überhaupt nicht fürsorglich. Dann sind wir, tut mir leid, das zu sagen, feige. Fürsorge, denken wir, bedeutet, dass du weißt, wie es jemandem geht und du ihnen nicht zur Last fallen willst. Aber das Problem dabei ist ziemlich glasklar. Du weißt nicht, wie es jemandem geht. Und du weißt nicht, ob du ihnen zur Last fallen würdest. Nice Guys nehmen oft an, dass sie einer Person zur Last fallen würden. Aber weil sie nicht nachfragen und sich zurückhalten, finden sie es nicht heraus. Und sie leben in einem konstanten Status von ich bin nicht gut genug für andere. Sie leben quasi in einer Illusion, in einer Traumwelt, in der sie quasi jedem zur Last fallen könnten und alle ihre Last alleine tragen müssen. Oh, wenn ich diese Frau anspreche, wird sie sich doch bestimmt gestört fühlen. Oh, wenn ich ihr sage, dass ich sie süß finde, dann wird das doch bestimmt peinlich für mich und wahrscheinlich auch für sie sein. Wenn ich der Frau, mit der ich schon länger schreibe, jetzt ein Treffen vorschlage oder dass ich vorbeikommen könnte und mit ihr etwas koche, dann mache ich mich doch bestimmt nur zum Affen. Und sowieso störe ich sie bestimmt und heute will sie wahrscheinlich sowieso ihre Ruhe haben. Du kannst nicht Gedanken lesen. Du weißt nicht, ob du stören würdest. Wenn du ein Mann mit Herz bist, in 9 Fällen von 10, dann wird sie dankbar dafür sein, dass du in ihr Leben getreten bist. Das ist ja genau das, was die Frauen den Männern in unserem Coaching immer wieder sagen. Danke, dass du mich angesprochen hast. Das sind echte Briefe, die Frauen unseren Teilnehmern schreiben. Nice Guys? Oder du? Gehst also wahrscheinlich von dem schlechtmöglichsten Szenario aus. Und das ist nicht Fürsorge, das ist Pessimismus. Jeder von uns ist anders, aber alle Nice Guys haben eine Sache gemeinsam. Und was das ist, sagte gleich mein geschätzter Kollege und Mentaltrainer Dominik van Aave, den du vielleicht auch schon aus unserem Podcast kennst, dem Freundin finden Podcast. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann hör ihn dir unbedingt mal an. Da oben ist der Link. Und wenn du noch nicht reingehört hast, dann hör mal rein, denn jede Woche bekommst du dort solche Arten von Cheat-Codes, mit denen du dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen nach oben schrauben kannst. Also, hier oben findest du den Podcast. Denn es gibt tatsächlich eine Sache, die Nice Guys machen, die wir noch nicht
behandelt haben. Es gibt tatsächlich einen gemeinsamen Nenner, den alle Nice Guys vereint. Sie haben einen erhöhten Sinn für Empathie, aber verwechseln echtes Mitgefühl mit der Grundangst des Menschen. Die Angst vor sozialer Isolation. Nice Guys wollen nicht wirklich die Frau verführen, weil sie selbst gar nicht glauben, dass sie die Frau verdient haben. Es ist meist einfach nur ein angelerntes Verhalten, das sie an den Tag legen, weil sie vermutlich mit jemandem aufgewachsen sind, dessen Stimmung nicht vorhersagbar war. Dadurch haben sie gelernt, immer nett zu allen zu sein, weil jemand, der nett zu uns ist, den verletzen wir nicht. Dieses Verhalten zeigst du dann auch bei Frauen. Du willst in ihrer Nähe sein, aber du vermeidest, verletzt zu werden. Und dieses Verhalten zeigt sich unter anderem in Konfliktscheue und ständiger Einsamkeit. Hier findest du ein Video auf meinem Channel, in dem ich dir die psychologischen Hintergründe für dein Nice-Guy-Tum aufzeige und wie du sie abstellst. Aber Achtung, es ist auf Englisch, also sei gewarnt, klick hier und wir sehen uns auf der anderen Seite.